Als nächstes begrüßen wir Alexandra Oboda, Investitionsbank Schleswig-Holstein. Nachhaltiges Wirtschaften in Schleswig-Holstein. Fördern und finanzieren. Banken und Investoren haben mit der bewussten Steuerung von Geldströmen einen wahnsinnigen Einfluss auf die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Die Finanzbranche hat daher wirklich eine große Verantwortung. Wir als IBSH, die Förderbank des Landes Schleswig-Holstein, haben daher im vergangenen Jahr eine Sustainable Finance Erklärung veröffentlicht, mit dem Ziel, nachhaltiges Finanzieren in Schleswig-Holstein voranzutreiben. Ja, und ein wesentlicher Inhalt dieser Erklärung ist auch unser Bekenntnis dazu, die 17 UN Sustainable Development Goals mit unseren Förderaktivitäten voranzutreiben. Ja, wir vom Nachhaltigkeitsmanagement standen da erstmal vor der Herausforderung. Wie tragen wir denn aktuell mit unseren Förderaktivitäten auf die SDGs bei? Und die KfW, die hat vor einiger Zeit ein Konzept entwickelt, auch unter Einbindung der Wissenschaft, das sogenannte SDG-Mapping. Dabei geht es darum, das Förderneugeschäft den SDGs zuzuordnen. Dieses ja, SDG-Mapping fußt sozusagen auf der Theory of Change. Ja, das ist eine Wirkungskette, anhand der beschreibt wird, wie Aktivitäten, also in unserem Fall sind das Fördermittel, Ergebnisse nach sich ziehen, die dann zur Erreichung bestimmter Ziele beitragen, also in unserem Fall SDGs. Wir haben dann im Rahmen eines kleinen Projektes unser Förderneugeschäft 2020 mal genauer angeguckt und geschaut, inwieweit denn dieses Förderneugeschäft zu den SDG beiträgt. Und wir konnten tatsächlich 71% des Förderneugeschäfts zu einem oder mehreren SDGs zuordnen. Genau, und hier sehen Sie mal unser Ergebnis. Das SDG 8, das ist das 8 Wirtschaft und Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze, das ist das SDG, zu dem wir den größten Beitrag haben. Was ganz spannend ist, dieser rosa Bereich, den Sie bei dem SDG 8 sehen, das ist tatsächlich die Corona-Hilfe. 2020 war ja ein sehr besonderes Jahr. Aktuell entwickeln wir oder sind wir dabei, dieses SDG-Mapping weiterzuentwickeln und tatsächlich Wirkungskennzahlen auch abzuleiten, um unsere Wirkung noch besser quantifizieren zu können. Hier am Beispiel einmal der sozialen Wohnraumförderung. Das betrachten wir dann natürlich auch über einen längeren Zeithorizont. Ein weiteres Beispiel ist die Existenzgründung hier beispielsweise. Einmal die finanzierten Existenzgründungen und dann aber auch die beratenden. Ich komme zum Schluss, also die drei wichtigsten Erkenntnisse für uns. Das SDG-Mapping eignet sich für uns, um Transparenz über unsere Förderung herzustellen. Wir werden es definitiv jährlich tun und es ist auch eine gute Grundlage, um unsere Förderaktivitäten in Zukunft noch nachhaltiger aufzustellen. Danke. Vielen Dank, Alexandra Oboda.